Ja, darf es etwas mehr Mozart sein? Ja, unbedingt. Wenn du Klavier spielst und am Klavier immer besser werden möchtest, empfehle ich dir natürlich auch Mozart. Wobei, ich muss gleich hinzufügen, Mozart am Klavier ist eins vom Schwersten. Meine Schüler sagen immer, ja, das Notenbild sieht doch so einfach aus. Und wenn wir dann ins Detail arbeiten, dann müssen wir gemeinsam doch immer feststellen, dass Mozart nicht einfach ist. Warum? Weil er uns nicht sehr viel Zeit gibt für das Entwickeln eines Themas. Er entwickelt ein Thema vielleicht für 4 Takte und dann kommt schon wieder etwas Neues. Und wir müssen ständig uns auf neue Dinge, auf kleinräumige und kurze Teile in seiner Musik einstellen und das ist nicht so einfach. Aber es ist sportlich, hält jung, fit im Gehirn und macht Spaß. Ich möchte mit dir jetzt ein bisschen ins Detail schauen bei der Mozart-Sonate, die ich ja schon vorgestellt habe in einem früheren Video. Es ist die C-Dur-Sonate, Köchelverzeichnis 545. Und ich möchte dir jetzt die ersten 4 Takte einmal einspielen und dich darauf hinweisen, dass es beim Spielen dieser Anfangstakte darum geht, die rechte Hand lauter zu spielen und die linke Hand in den Hintergrund zu bekommen. Wie geht das? Ein Tipp für dich, wenn du das spielst am Anfang und du das Gefühl hast, die linke Hand ist zu laut, dann neige beim Spielen deinen Oberkörper etwas zur rechten Hand hin. Dadurch ist auch dein Gehör näher an der rechten Hand dran und du wirst automatisch rechts lauter spielen. Noch ein Tipp für die linke Hand. Du kannst hier mit Fingerpedal arbeiten. Pedal? Wieso Fingerpedal? Was ist das? Fingerpedal, das bedeutet, dass du den ersten Ton im Takt verlängerst und etwas liegen lässt und die anderen Töne einfach weiterspielst. Ich zeige es dir. Es ist beinahe so, als würdest du den Basston, als würde der ein wenig faul sein dürfen und in der Taste verweilen dürfen. Und das ist dann Fingerpedal und das ist sehr typisch für die Künstler der Zeit von Mozart und auch für die Musik von Mozart, mit diesem Stilelement zu arbeiten. Warum? Weil ja Mozart noch auf dem Hammerflügel seine Musik komponierte und auch seine Musik erklang auf einem Hammerflügel. Und der Hammerflügel der damaligen Zeit verfügte ja noch gar nicht über das Klangpedal, wie wir es jetzt auf dem modernen Flügel haben. Also das sind einmal so 2 Tipps für das Thema. Mein nächster Tipp betrifft dann den Lauf, der jetzt folgt im Takt 5. Und so weiter. Du kennst die Stelle vermutlich. Damit diese Stelle wunderbar zu funktionieren beginnt, musst du den Fingersatz richtig einstudieren. Also wenn dein Fingersatz bei dieser Stelle nicht fix ist und nicht im Gehirn tief verankert ist, hast du überhaupt keine Chance, dass diese Stelle jemals gut gelingt. Also lege den Fingersatz in einem langsamen Tempo vernünftig in dir an, präge ihn dir ein, lerne ihn vielleicht sogar auswendig. Und dann spiele am Anfang Ton für Ton. Ohren auf, achte auf die Tonqualität, auf die Klangqualität, damit dein Flügel mit dir bei dieser Stelle gut zu singen und zu klingen beginnt, weil du dadurch sofort in diese Stelle mehr auch von dir reinlegst und sie dann dadurch später freier wird. Die Begleitung in der linken Hand zuerst ein F. Achtung, du musst im Violinschlüssel lesen, dann im Bassschlüssel. Thank you.
Begleitung in der linken Hand braucht eine freie Hand, finde ich, damit diese Begleitung nicht zu dick ist oder zu dick aufgetragen ist. Das ist dann nicht schön. Es muss sich dezent ineinander fügen. Diese Stelle bestimmt gut herausüben, eine Zeit lang. Dann kommen wir zu einer Stelle, die bestimmt eine Herausforderung ist. Das ist jetzt diese Forte-Stelle, wo du in der linken Hand jetzt die 16-Begleitung hast. Hier empfehle ich dir unbedingt, die linke Hand gut herauszuüben, auch getrennt. Dann nicht zu schnell gestalten. Du weißt, die Proportionen müssen passen von den Sechzehnteln zu den Viertelnoten. Nicht, dass du in der Stelle dann langsamer oder schneller bist. Es muss immer stimmig sein im Tempo. Die rechte Hand besteht aus Achtelnoten und endet auch in Viertelbewegungen. Dann ist mein Tipp, füge diese Stelle langsam zusammen. Lasse dir Zeit. Achte darauf, dass alle Töne, die zusammenzuspielen sind, wunderbar übereinander stehen, dass hier nichts zu kippen beginnt oder dass etwas hier sehr unsauber ist. Und dann, wenn du merkst, die linke Hand hat noch Probleme im Tempo, kannst du mit verschiedenen Rhythmen arbeiten. Ist und du möchtest eine Stelle schneller schaffen, wird das nie funktionieren. Also dieses Körperbewusstsein, das wir am Klavier entwickeln müssen oder auch auf jedem Instrument entwickeln müssen, ist ganz, ganz wesentlich. Aber zu diesem Thema werden noch Videos folgen, die ich auch einspielen werde für dich. Jetzt möchte ich hier für heute einmal Schluss machen mit dieser ersten Idee, wie du dieses Stück andenken könntest. Es werden noch weitere Videos zu dem Thema folgen und ich freue mich natürlich, wenn du mich abonnierst. Ich freue mich auch, wenn du Fragen an mich hast. In der Beschreibung findest du meine Adresse, meine Daten dazu und auch noch eine kurze Beschreibung zu der Sonate. Ich hoffe, du hattest Spaß, ich hatte es und bis zum nächsten Mal.